Und weiter geht's in Assassin's Creed, Leute. So, bevor wir jetzt hier mit den Drakon weitermachen, wollte ich ja noch die Quest hier hinten erledigen. Die ist nicht weit weg. Die anderen, glaube ich, habe ich auch schon aufgespürt. Das sind Theben. Ich weiß auch, wo Theben ist. Und ja, die werden wir uns danach vorknöpfen. Jetzt machen wir, schauen wir aber erstmal, was die Quest hier, was wir hier machen müssen. Machen wir das Bildmachgerät an. So. Alles und dann reden wir mal mit ihm hier. Bei Zeus! Jo. Wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre ich jetzt tot. Zum Glück kam ich vorbei. Es ist schön, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Epi. Eigentlich Epizelos, aber meine Freunde nennen mich Epi. Naja, nicht, dass ich Freunde hätte. Ich bin Cassandra. Sehr erfreut. Du siehst aus wie jemand, der das Leben hier draußen gewohnt ist. Du siehst aus wie jemand, der... nun... viel Zeit mit Lesen verbringt. Ich mache nicht viel her, für wahr. Doch wenn Entdeckungen rufen, welche Wahl habe ich? In meinem Besitz befindet sich eine mykenische Tafel, die zu einer heiligen Begräbnisstätte führt. Ich nenne sie die Höhle des Orakels. Oh, da war ich doch gerade. Schön für dich. Die Mykener waren bekannt für ihre aufwendigen Begräbnisstätten, die voll von wertvollen Dingen sind. Wie wertvoll? Okay. Antike Juwelen, zeremonielle Schwerter und Dolche. Sehr wertvoll also. Wenn du mich begleitest, zeige ich sie dir. Wer könnte dem Versprechen auf Reichtümer widerstehen? Ist es die Tür, wo wir nicht reingekommen sind? Wo vielleicht... haben dich zu mir geschickt. Wo vielleicht auch die Kisten sind? Wie man weiß, haben die Mäuren einen Sinn für Humor. Es ist der Zufall, der dir widerfährt, Helgen. Gut zu wissen. Du arbeitest dich also durch Schriftrollen? Nein. Nun, ja und nein. Ich arbeite mich auch durch Dreck. So wie ein Bauer. Ich lege Geschichte frei. Naja, manchmal. Hoffentlich entdecke ich diesmal antike Wunder. Ich sage es dir nur ungern, aber Tonkrüge und Dreck sind selten wundersam. Ich verschrieb dieser Arbeit mein Leben. Es geht um viel mehr als Schätze. Ist das so? Es geht um uns. Woher wir kommen, gibt preis, wohin wir gehen. Ihr gebildeten Geister und eure Rätsel. In der letzten Einige Folge hatte ich ja die drei Kisten, so nichts gefunden. Sie wollen nur stehen. Da bin ich bloß vor einer komischen Tür gestanden, wenn ich hier reingekommen bin. Schwer zu glauben. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine Schlüssel hat. Meine Kollegen sind nichts weniger als Schatzjäger und Kunsthändler. Nun, du erwähntest kostbare Juwelen. Diese Ruinen und Relikte sind schwer zu finden. Ich fand diese nur dank gründlicher Suche und durchdachten Überlegungen. Erzähl mir mehr darüber. Die Mykener hielten besondere Rituale ab. Einige Legenden erzählen sogar von Objekten, die die Götter schufen. Ja, die Götter mischen sich gern hin und wieder ein. Stell es dir nur vor, wenn wir die Götter in der Schlacht zur Seite stünden. Eine gute Kriegerin braucht weder die Hilfe der Götter noch eines anderen. Für wahr, das stimmt. Doch bedenke nur, was wir finden können. Und du glaubst, dort gäbe es etwas mit dieser Macht? Aha. Habe ich dein Interesse geweckt? Ja, das hast du. Genau. Jetzt geht er bestimmt da unten rein und dann rechts. Was soll das? Bleib zurück. Sie scheinen von diesem Ort angezogen zu werden. Das hatte ich nicht erwartet. Könnte es etwas mit diesen... wie hießen sie noch... zu tun haben? Den Mykenern? Woher sollten sie die kennen? Es muss mit Trophonius zu tun haben. Ich werde sie beobachten und sehen, was ich herausfinden kann. Gut. Ich sehe mich im Inneren um. Warte! Nimm dieses Stelenstück. Sieh nach, ob es da drin ähnliche Zeichen gibt. Alles klar, ich weiß schon, wo ich hin muss. Dann kann ich die scheiß bescheidene Höhle... was für eine Grabstätte. Auch lösen. Selbst Esel werden an ehrenvolleren Orten begraben.
Da ist die blöde Tür. Das Stelenstück sieht aus, als könnte man es... Sehr schön. Das war... unerwartet. Sehr schön. Mal schauen, ob wir die jetzt lösen können. Ich muss ja hier irgendwie Weg kriegen. Gut, dass ich die Quest angenommen habe. So, können wir dir hier was machen? Oh, der Weg ist versperrt. Okay, das heißt, es ist wieder ein Shortcut. Muss man auf die blöden Schlangen aufpassen wahrscheinlich hier, die überall wieder rumfluchen. Kommen jetzt. Genau, wir sind hier lang. Okay, der Loop ist ja nicht so brachial. Na, vielleicht kriegen wir eine schöne Belohnung, wenn wir hier raus sind. Die Höhle ist verzweigter, als ich dachte. Okay, wir gehen erstmal hier lang. Okay, hier geht's noch mal runter. Hier gehen wir jetzt aber noch nicht runter. Wir schauen erstmal da hinten noch mal lang. Die letzte Kiste. Quest abgeschlossen. Ich werde hier trotzdem noch mal runter gucken. Ach, schon besser. Mal sehen, was wir hier haben. Diese Statue zeigt einen Krieger. Wie die Zeichen auf Eppys Stein. Das würde Eppy interessieren. Sprich mit Eppy. Okay, damit haben wir hier den Shortcut auch. Da ist was im Weg. Können wir das hier wegmachen? Bewegen. Cool, da haben wir wenigstens die blöden Kisten noch bekommen. Oh, Entschuldigung. Wir sind am richtigen Ort. Leider wurde er bereits geplündert. Ich fand nur noch diese Rüstung. Das ist höchst interessant. Die Mykener sind ein Kriegervolk gewesen, weißt du? Es muss sich also um ein Kriegergrab handeln. Nun, es ist ein schönes Stück. Doch wo ist der Rest? Dies war nur ein Teil der Stele. Wenn wir die anderen finden, kann ich den Text entziffern.
So finden wir vielleicht auch den Rest der Rüstung. Doch die Stelenstücke könnten überall sein. Wenn ich Hinweise auf ihren Fundort fände, würdest du dann nach den anderen Stelenstücken suchen? Ich werde sie suchen. Ausgezeichnet! Nun lasst mich die Zeichen sehen. Gehen wir hinein. Ich bin gespannt, ob ihr was findet. Ich dachte nicht, dass das Stelenstück ein Schlüssel wäre. Überraschend. Was wohl passiert, wenn alle an ihrem Fleck sind? Selbst mit nur einem Stelenstück kann ich damit beginnen, den Text zu entziffern. Was steht da? Also, da steht von den Göttern. Wirklich? Nicht schlecht für jemanden, der gerade noch um Hilfe schrie. Und nun sieh mich an. Du wirst allerdings alle Stücke brauchen. Laut dem Text scheint es, als hätte man die Stücke absichtlich verteilt. Ich frage mich, was der Grund dafür war. Das spielt keine Rolle, wenn wir sie finden. Wirst du nach den Bruchstücken suchen? Ja, komm. Na klar. Wo soll ich suchen? Laut dem Text ist das nächste Stück... Oh, gut, dass du gehst und nicht ich. Ich kann nicht schwimmen. Erkunde die Ruinen von Arne. Es wird Zeit zu gehen. Kunde die Unterwasserruinen. Okay. Okay, das könnten wir eigentlich machen, weil wir müssen dann sowieso hierher. Aber erst holen wir uns noch den hier. Es wird dunkel. Das wird mir nützen. Verlaufen hier. Ey, ich habe mir verlaufen auch noch. Wie war der Shortcut? Normal ist es zu blitz, war wohl noch nicht, oder?
Aber dass mir die Luft reicht. Ruine von Arne. Ein Schlüssel wird benötigt. Was soll ich den denn hier kriegen? Okay, haben wir schon wieder eins? Erster, dann gehen wir nochmal hier hin. Vielleicht kriegen wir irgendwas Cooles. Waffenmäßig oder was? In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Yeah.
mal den Schatz plündern hier. Muss ich jetzt diesmal wieder reingehen zu dem? Dein Hinweis war richtig. Ich habe ein Stelenstück gefunden. Und dazu noch einen Teil der Rüstung. Zu jedem Rüstungsteil muss es ein Stelenstück geben. Aber warum? Dieser Absatz nimmt Bezug auf ein Ritual. Das erklärt nicht, warum die Rüstung aufgeteilt und mit den Stelenstücken versteckt wurde. Vielleicht war das Teil des Rituals. Wir müssen die anderen Stelenstücke finden. Bist du bereit? Wenn wir die gefunden haben, finden wir auch die restlichen Teile. Ich gehe auf die Suche. Selbst wenn alle Stücke an ihrem Platz sind, könnte uns ein Teil der Bedeutung verborgen bleiben. Ich glaube an dich. Oh, du wirst nicht glauben, was hier steht. Von den Urgöttern. Urgötter! Das ist interessant. Das ist sehr alt. Könnte nur ein Gebet im Namen des Kriegers sein. Das dachte ich auch zuerst, bis ich das hier gelesen habe. Es gibt noch mehr? Hier wird über das Auslösen eines Rituals gesprochen. Ritual? Ich weiß es nicht. Ich vermute, dass wir erst die Stele vervollständigen müssen, damit etwas passiert. An welchem Ort befindet sich das fehlende Stück? Der Text ist schwer zu verstehen. Es ist eine Art Warnung. Sei vorsichtig, wenn du das Grab des Orion erkundest. Das werde ich. Also los. Grab des Orion? Oh, so weit weg. Das Orion. Da hinten. Du Scheiße. Ich komme hier wieder überhaupt nicht hin. Okay, das heißt... Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin da oben. Das heißt, ich müsste hierher porten. Und den Rest hier hochgehen. Machen wir. Können wir hinreiten. Ich glaube, das sind wir relativ schnell dann. Ich bin hoffentlich gibt es da was Gescheites zum Schluss. Das ist doch relativ lang, die Quest. Geh dort hinten. Mit unserem Pferdchen müssten wir gleich da sein. Lieber Stock im Stein mit unserem Pferdlein. Das
Das Grab des Orion, richtig cool. Gleich zurückporten dann. Okay, in dem Berg müsste es sein. Achso, hier geht's rein. Okay, Snakes. Oh. Was du auch suchst, du bist zu spät. Sie sind alle weg. Tot oder wahnsinnig. Ich verstehe nicht. Wer hat dir das angetan? Ich verstehe es selbst nicht. Meine Brüder und ich wurden von diesem Ort angezogen, dann griff der Wahnsinn um sich. Wir kämpften um ein Artefakt, einer nahm es und rannte davon. Ein Stelenstück? Durchsucht die Höhle, dort verstecken sie sich. Doch sei vorsichtig, sie sind verrückt. Wir schauen einfach mal. Ich muss wohl mit den Snakes aufpassen hier. Hier ist ein Shortcut, den können wir eh noch nicht öffnen. Da ist ein Snake. Hallo, der war doch down. Wait. Wir ziehen weg. Aha, die Bitch. Hey, kühl mir so Wasser, war die Schlampe.
Ja. Das ist dem Stück. Muss man mal schauen, wie die Schlangen hier. Jetzt einmal hoch.
Gänge gibt es hier da oben. Hab ich schon vorher gesehen, Leute, da geht es hoch da oben. Aber ich möchte mal hier unten erstmal weitermachen. Auch nochmal eine Tür nehmen. Geht's auch hoch? Hoch. Ich will jetzt auch nicht weitergehen. Okay, dann gehen wir in die andere Richtung. Rührt sich nicht. Wie komme ich denn da hoch? Hier muss er noch hier hochkommen, oder? Aber hier nichts rumschieben. Weiß ich nicht, ob man da oben noch hochkommt. Kann ich aber auch nicht hochspringen. Okay, so geht's hoch. Aber hier ist nichts hier oben. Hier ist gar nichts. Vielleicht irgendeine versteckte Tür oder so?
Nee. Sieht nicht so aus. Okay. Hier war der Shortcut. Dann schauen wir hier hinten nochmal rein. Hier wäre noch was. Hier ist es mit der Seele. Was ist das denn für ein Ding hier? Hier ist auch noch irgend so ein geheimer Raum, ist hier noch. Irgend so ein Raum ist hier noch. Irgendwas gibt's hier noch. So, warum sind wir hier nicht weitergekommen? Irgendwas muss hier noch sein. Hier geht's weiter. Hier ist eine Kiste. Ich denke mal, dass wir jetzt zu dem Shortcut kommen. Ja. Wieder rausgehen, wenn wir es finden. Aber wir finden das. Gott, ich finde ihn nie wieder raus. Okay, hier wollen wir gleich zum Anfang. Müssen wir jetzt, glaube ich, links. Hier links. Ja. Alter Schwede. Hirsch, die mächtige Jägerin. Diese Jagd wird dein Untergang sein.
viel aus. Anbieter sind in Boeotien, sind ungefähr auf der Mitte der Oropushöhen. Schauen wir mal. Was wird da? Oropushöhen. Ungefähr in der Mitte. Machen wir erstmal die hier und dann gehen wir hier hoch. Okay, und jetzt wieder die nächste. Genau, und dann würde ich sagen, zurück zum MP, oder wie der heißt. Tada. Mehr. Gut, dann porten wir. Zum MB.
Gut. Ich hoffe, dass wir bald noch den letzten Kultisten bekommen. Weil dann könnten wir nämlich endlich mal skillen. Also wir könnten jetzt auch schon skillen, aber ich will jetzt in den Bogending nichts reinskillen, weil bin ich so der Bogenschießer. Ich denke mal, dass wir da noch bestimmt ein, zwei Dinge holen müssen danach. Ach. Die Überlieferung könnte wahr sein. Uah, ist das etwa Blut? Ansonsten ist es unbeschädigt. Einige behaupten, es würde zu ihnen sprechen. Was hätte diese Kraft? Seltsam. Ich höre nichts. Und du? Geschwätz von Verrückten. Vielleicht verrät uns das nächste Stück mehr. Das muss gründlich gereinigt werden. Hoffentlich sind die anderen in besserem Zustand. Ich werde die fehlenden Stücke suchen. Dann werden meine Kollegen endlich zuhören. Das Ritual soll etwas auslösen. Aber was? Was wird geschehen, wenn wir alle Stücke beisammen haben? Werden wir zu einem Schatz geführt? Einiges lässt sich nicht übersetzen. Dieser Absatz spricht von würdig. Was noch? Nun, dieser Absatz spricht von einer inneren Vision. Aber die Bedeutung erschließt sich mir nicht. Es ist fast übersetzt. Warum freust du dich nicht? Du sagtest, die anderen hörten etwas. Sie glaubten, angesprochen zu werden. Ich höre nichts. Ich fühle nichts. Es ist ein bedeutender Fund. Das waren deine Worte. Was kümmert dich, was andere sagen oder fühlen? Ich weiß. Aus logischer Sicht verstehe ich, dass er bedeutend ist. Aber was, wenn ich ihn nicht erfahren kann? Und dies ist würdig. Was, wenn ich nicht würdig bin? Was, wenn die Götter unser nicht würdig sind? Hör zu. Wir sind noch nicht fertig, oder? Also warte ab. Du hast recht. Klopf dir den Staub ab und konzentrier dich. Du hast recht. Suchen wir weiter. Dieses Mal erwarten dich zwei Orte. In der Stadt Orchomenos findest du in der Nähe des Hafens einen Tempel. Das andere Stelenstück ist schwerer zu finden. Entlang der Küste verlaufen Ruinen. Suche dort, nahe des Altars der Iphigenia. Nun gut. Und Kopf hoch. Wir haben es fast. Okay. Okay, schauen wir nochmal schnell in die Quests. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen sie und Nobel des Kosmos. Okay. Hier geht's weiter. Boah, es ist weit weg. Okay, Leute, ich würde sagen, wir könnten dann später hier rüber und dann dort hinten entlang.
können wir auch noch die Fragezeichen gleich mitnehmen. Und dann, genau, dann machen wir mit der Hauptquest weiter. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Und wenn ihr gefallen habt, bleibt doch dran. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.